Das Foto von der blutverschmierten Schwangeren Mariana Wischegierskaja ging um die Welt. Sie war eine der 17 Verletzten des grausamen Angriffs von Putins Truppen auf eine Kinder- und Geburtsklinik in Mariupol, bei dem 3 Menschen starben. Jetzt kommt heraus, die junge Frau ist eine der Flüchtlinge, die von den russischen Truppen nach Russland oder zumindest in die von Separatisten kontrollierten Gebiete im Osten der Ukraine gebracht worden sind. Die russischen Propagandisten haben sie hier vor eine Kamera gestellt und sie sagen lassen, dass es gar keinen Luftangriff auf das Krankenhaus gegeben habe. Gewissermaßen mit vorgehaltener Pistole Lügen in die Kamera sprechen lassen. In dem Video wird ihr zwar erlaubt einzuräumen, dass es in der Entbindungsklinik eine Explosion gegeben hat, allerdings, sie bleibt merklich vage, lässt Raum für die Möglichkeit, dass die Ukrainer die Klinik selbst bombardiert hätten. Eine Sichtweise, die der Kreml von Anfang an befeuert hat und ebenfalls eine klare Lüge ist. Wie absurd das Lügenkonstrukt tatsächlich ist, lässt sich so klar erkennen. Die Klinik sei zum einen in Wirklichkeit eine Militärbasis gewesen, sei von ukrainischen Streitkräften und Radikalen genutzt worden. Zum anderen könnten die Ukrainer angeblich selbst ihre eigenen Soldaten angegriffen haben. Dass Putins Truppen eine Mutter und ihr neugeborenes Kind für ihre Kriegslügen nutzen, zeugt nur einmal mehr von der perfiden Propagandamasche des Kreml-Despoten.